So, ihr lieben Winslows, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zu Mario Zock Plants vs. Zombies. Wie gewohnt steigen wir genau da ein, wo wir letztes Mal aufgehört haben, beziehungsweise wo ich aufgehört habe. Ihr habt ja nur das Vergnügen, mir zusehen zu dürfen. Ich wiederum habe das Vergnügen, das spielen zu dürfen und es euch präsentieren zu können. So, dann präsentiere ich euch die Sonnenblume. Ich präsentiere euch die Kartoffelmine. Da wir keine Iceman-Maschinenköpfe haben, nehme ich dich. Und ich nehme dich und dich. Und ach nee, Mist, wir sind ja nachtaktiv heute. Dann brauche ich dich nicht dafür. Ich mache jetzt mal ganz von vorne. So, ich nehme dich und dich. Und du da. Und warum kann ich dich nicht für dieses Level nicht empfohlen? Achso, dann gibt es vielleicht keine Gräber. Aber Wasser gibt es doch bestimmt. Und so brauche ich dich dann noch. Und da wir Wasser haben, brauche ich den Meerpilz. Eine Notbremse habe ich schon. Überspringer gibt es keine. Dann nehme ich dich noch. Ah. Das ist jetzt wieder das Problem mit den 8 Plätzen. Ne? Jetzt muss ich wieder vollkriegen. Ich nehme mal so einen Unheilspilz mit, oder? Ja, ich glaube schon. Schauen wir einfach mal, was passiert. Ah, ich habe noch mal ein Rechen. Der rechnet nämlich für mich. Jetzt kommt der Nebel schon. Ah, der Deppy Dave hat es mir ja eigentlich vorhin schon erzählt, ne? Er hat mich ja quasi vorgewarnt. Die olle Nebelkerze. Aber wer hört schon auf den Typ? Casarello Joe. Der labert eh nur Zeug. Ich habe keine Ahnung, wo der Zombie ist. Upcoming kommt. Da oben kommt er. Los. Blubber Blas ihn. Achso, brauch ich gar nicht. Der Rechen hat's gemacht. Hat einem einen auf die 12 gegeben, dass die 13 aufgeleuchtet hat. Da unten ist er. So. Schon den ersten ins Wasser gesetzt. Ich höre dich. Aber ich sehe nichts. Da ist er. Immer da, wo gespuckt wird. Da tauchen die Jungs dann im Endeffekt auf. Plop, 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 plop. Da könnte man fast einen Dubstep draus machen. Müssen wir mal überlegen. Vielleicht mach ich mal einen eigenen Plants vs. Zombie Dubstep. Wäre ja auch mal was. Doch. Wir sind halbwegs gerüstet, können schon mal anfangen, die ersten Bösewichte, dicken, fetten, Blubberblasen, rotzverbreitenden, oha, ich höre ihn, der ist nicht gut, der macht Rums und alles, was in der Nähe ist, macht mit Rums. Ja, ja. Trotzdem ist er mir doch jetzt schon beängstigend nahe gekommen. Mit dieser einen Runde. Ey, da kommt schon was im Wasser. Ganz schön frech hier. Dann setzen wir da gerade nochmal einen hin, ne? Ne? So. Ich weiß gar nicht, wofür ich mir so viel Platz gelassen habe, wenn ich ehrlich sein soll. Ich habe gar nichts mehr, was ich noch irgendwie großartig setzen könnte. Ich habe gar nicht genug Pflanzen mitgenommen. Ja, ja, was auch immer. Du mir da gerade schon wieder erzählen wolltest, ich wollte dich halt out of border setzen. Ja, so bin ich halt. Ich halte mich nicht an Vorgaben und Regeln. Das ist langweilig. Ich brauche kein Mensch. Naja, Regeln theoretisch schon. Wenn sie denn sinnvoll... Alter, so haben wir aber nicht gewettet. So haben wir aber nicht gewettet. Die sind... Ne? Das geht nicht. Jetzt hab ich auf so ein scheiß Seerosenblatt sitzen. Okay, das ist schon wieder so ein Fresssack.
Verfress, sag dich gefälligst. Ob das war's schon. Gar nicht registriert, dass das schon die letzte Welle war. Ah, das gibt mein Lämpchen. Die Planterne. Planterne. Okay. Beleuchtet ein Gebiet und lässt dich durch Nebel sehen. Keine nebulösen Geschäfte mehr, sondern einfach nur der Durchblick. Ich glaube, da das erste Level jetzt eben gerade so kurz war und so flott, locker, flockig ging, kann ich mir durchaus leisten, da noch eins dran zu hängen. Ich könnte ja mal euch noch mitnehmen. So als quasi kleine Stolperfalle. Die setze ich dann hier in die ersten Reihen vorne. Dann macht es immer gleich schon schön Aua. Das macht schon immer gleich schön Aua. So. Und so. Nee, Seerosenblatt brauche ich noch nicht. Ja, die Zombies. So wie immer eigentlich, ne? Kommen ja in jeder Runde. Lassen sich ja nicht durch nichts beeindrucken. Kommen trotzdem, obwohl sie genau wissen, hier kriegen sie bloß einen auf die Nase. Juckt nett. Alles nicht so wild. So, kriegst du ein bisschen Verstärkung da unten. War gar nicht mal so unnötig. Wobei ja eigentlich einer reicht. Einer von diesen kleinen Pilzis reicht um einen ganz normalen. Ich glaube, ich habe Wasser gehört. Da habe ich den gepflanzt. Ich meine, weil ich ihn gepflanzt habe, hat es Wasser geplätschert. Ich glaube schon. Wir werden sehen. Da oben kommt was. Ich kann die hässliche Glatze schon sehen. Na? Schwupp dich. Gleich noch einen hinterher. Sicherheitshalber. So. Na, ich brauche keinen mehr. Ja, ja. Aber die ersten könnten mal langsam wachsen hier. Können es ja wieder Tierzucht machen. Einfach mal ein paar Wachstumshormone reinpfeifen. Oh. Schnell! Knuspert mir schon wieder meine Dinger weg, Mensch. Hör auf, meine Eier zu fressen. Ja, die sind für mich wie meine Eier. Ich muss sie hegen, pflegen, rasieren und schützen. Alles andere ist nicht gut. Ah. Da. Mit Pylonen auf dem Kopf. Achso, wollte ich nicht. Achso, ich kann nicht. Egal, ob ich wollte oder nicht. Ich kann ja gar nicht. Ich arme Sau. Nee, so geht gar nicht. So, so, so. Na. 4, 5. Mir fehlen 5. Top, 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 no, top. So, jetzt sind wir gleich sind wir anständig ausgestattet. Ach, du aller Fresskopf. Ich würde deinen Kopf auch gern fressen. Ja, ja. Habe ich keinen Unheilspilz mitgenommen. Ich wollte mal ein ganzes Ding in die Luft jagen. So ein Mist aber auch. Menno. Menno Zentimeter. Oh. Okay. Ja, ich hätte fast den zweiten Gang geschaltet. Aber ich muss nicht den zweiten Gang schalten. Er ist schon vorher krepiert. Der olle Rohrkrepierer. Komm, guck mal, was da passiert. Oh, ich kann was sehen. Ich bin erleuchtet. Mittlerweile. Ziemlich gut sogar.
Ach, du bist essbar. Die Pflanterne ist essbar. So, so. Und leuchtet die dann jetzt so lange, bis sie irgendwie keinen Bock mehr hat? Oder doch nur eine bestimmte Zeit? Bis sie gefressen wird? Ja, ich bin leider so gut, wir werden es wohl nie rausfinden. Stell mich hier natürlich auch noch eine hin. Dann, ja, okay, also sie leuchtet auf jeden Fall immer nur so lange, bis sie gefressen wird. Das ist schon mal klar. Frage bleibt, ob da vielleicht trotzdem die Möglichkeit... Ah ne, die hört nach einer Zeit auch einfach auf. Okay, geht das da? Hab ich das gesagt? Nö, hab ich nicht gesagt. Frechheit. Sollt mir mal erzählen. Ich bin schließlich Kunde. Ja, ihr verkauft mir hier irgendeinen Scheiß und ich kann gucken, wie ich damit zurechtkomme. Gib mir die Funzel aus und ich stehe im Nebel. Toll. Tolle Wurst, ehrlich. So, ich komme nicht mehr. Ihr Pflanzenstirbsamen. Ich könnt davon abhaken. Ich lasse mich nur noch beschenken von euch. Ihr Sackratten. Ja. Da das ganz offensichtlich für alle Zombies, die mir hier so über den Weg laufen, reicht, was ich hier so aufgestellt habe. Das ist jetzt doch so ein bisschen langweilig geworden, ja? Aber nur so ein bisschen, so ein kleines bisschen. Guck mal, ich kann da noch einen. Ja, genau. Da wird dann immer angeknabbert schon, aber ist ja egal, hält auf. Ja, der hält die Hand auf. So. Ich kann nochmal eine Lampe. So. Die wird auch gleich aufgefressen. So. Ach, da kommt er schon wieder. Diesmal, mein Freund, kriegst du deine eigene Medizin zu spüren. Ich weiß, letztes Mal hat er sich nicht in die Luft gejagt. Ich habe sein 72 Jungfrauen warten auf mich im Jenseits. Ansporn leider mit ihm zusammen und seinem Kopf zusammen von seinen Schultern geholt. Aber Kiss ist angesagt gewesen zu der Zeit in den 70ern. Wer aber gehört hat, war entweder östrogenhaltig oder schwul. Ne? Für die Schwulen sind die Aber-Hymnen heute noch. Naja, Hymnen halt. Ich wäre meiner Kirschbombe langsam sehr dankbar, wenn sie mal hier ihre Aufladung... Alter, er hat mir die komplette Reihe weggefressen. Scheiß Football-Zombie. Ja, wenn man schon Foot heißt, was will man da noch erwarten? Ding. Pops at the Weasel. Leider kann ich nichts gegen dich machen, außer hier Pilzo, Rotzfahnen in Richtung... Oh, hat gereicht. Da ist ja schon wieder so ein Arsch. Und diesmal reicht das mit meiner Kirschbombe nicht, da bin ich mir sicher. Ziemlich sicher. Schade, dass sie nicht nach hinten schießen können. Ja, Kirschbombe. Na egal. Der Staubsauger wird mich retten. Ach nee, nicht Staubsauger. Der Rasenmäher wird mich retten. Rennen! Ha! Oh, scheiße, da kommen hier mit den Luftballons als nächstes. Die mag ich nicht. Kacktee, Kackkakao, Kackkaffee. Verschießt Stacheln, die Ballons platzen lassen. Und ist da schon ein Ballonfuzzi dabei? Da ist er ja schon, der Ballonfuzzi. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als einen solchen Spucknapf mitzunehmen. Was nehmen wir denn noch? Dich? Und vielleicht dich? Sicherheitshalber lieber zwei. Lieber zwei Notbremsen. So, Pflanzen. Wir pflanzen. Klar, gar kein Thema. Kriegen wir hin. Das kriegen wir alle hin. Weiter pflanzen.
müsste der erste auftauchen. Wir wissen bloß nicht, wo. Da oben ist er. Ich kann seine Glatze sehen. Wie sie sich elegant und vornehm im vorhandenen Mondlicht spiegelt. Wie sie glänzt im vorhandenen im Mondlicht halt. Ne? Ja, ich denke, wir machen trotzdem erstmal hier. Und auch erstmal hier. Bevor wir uns um die ersten Kakteen-Pussys kümmern. Hätte ich aufgepasst, hätte ich gesehen, dass er da unten spuckt. Ne? Dann hätte ich den zweiten da unten hingesetzt. Da ich nicht aufgepasst habe, habe ich das auch nicht getan. Ganz einfach, ganz logisch. Ganz scheiße, aber ist nun mal leider so. So, jetzt kommen wir gleich schon. Naja, gehen wir da, wo wir sehen, dass da was kommt. Da unten, ich habe ein Glubschauge durch den Nebel gesehen, da kommt auch was. Naja, ich glaube, die machen sogar zusätzlich noch ordentlich Schaden. Nicht nur, dass die wie ein Pimmel, wenn der Möpse sieht, hier in die Luft wachsen. Wenn da so ein Kerl mit einem Hubschrauber, mit einem Luftballon kommt. Sondern die macht, glaube ich, auch noch ordentlich Schaden. Ja, der erste ist wenigstens schon gewachsen, der erste Pilz. Ja, ich weiß. Ich würde ja auch gerne helfen, aber ich kann noch nicht. Ich kann immer noch nicht. Jetzt kann ich. Dann mache ich das natürlich auch. Ich bin ja ein Hilfsbereiter, ein Lieber, ein Liebenswerter, ein Abo-Klicken-Werter. Ich bin so nett und so gut und so lieb, das Mist. Das ist nicht gut jetzt. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Aber egal. Das geht auch so. Und plopp, plopp. Irgendwo wird was gefressen, da wird was gefressen. Gefressen werden ist nicht gut. Doch, mein Zeug zu fressen! Du wirst ja wohl deinen Löffel abgeben, bevor du mir den jetzt auch noch wegfrisst. Drecksratte! Ja, jetzt kommt noch eine riesige Welle. Die brauchst ja wie Plug im Moment. Wie Lippenherpes. Jetzt wollte ich doch tatsächlich eine Sonne hier hinpflanzen. Das ist auch nicht schlecht. Das ist nicht gut. Dass sie mir hier alle ständig meine kleinen Pflänzchen wegfresst. Ich bin da auch überhaupt nicht begeistert von. Aufhalten. So. Hey! Ventilation. Das Wehblatt. Das hat Aua im Kopf. Pustet Ballonzombies und Nebel fort. Yeah. Jetzt weiß ich gar nicht, wie lange ich hier schon dran bin. Die Runde mache ich noch. Die Runde mache ich noch, nicht, dass ihr aus Versehen zu kurz kommt. So, wir nehmen dich und wir nehmen dich und dich und wir nehmen dich und dich und dich und dich und was nehmen wir denn noch? Wir nehmen noch. Nee, da ist so ein Tauch. Ah, nee, kein Tauch, aber noch schlimmer als Tauch. Naja, fast noch schlimmer als Tauch. Aber
ich muss mir irgendwie eine andere Taktik überlegen. Mit der Taktik komme ich nicht so weit. Vielleicht erstmal nur so ein paar von den Sonnenpilzen pflanzen. Und erstmal dafür sorgen, dass davon die einen oder anderen schon stehen. Die sind nämlich blöderweise wichtig. Ja, ich weiß, ich habe den da oben gesehen. Fünf Fehler. So, könnt ihr doppelt spucken. Cool, nächste kommt auch gleich hier. Wenn die ja wenigstens schneller wachsen würden. Ich könnte mir natürlich auch einfach Sonnenblumen nehmen. Die wachsen natürlich auch Sonnen, ne? Und da hat's nö gesagt und unten ist er. So. Ich denke, das reicht dann jetzt erstmal. So allein für die Symmetrie halt. Und wir fangen an mit den Kakteen. Jetzt schon. Oder wir machen wieder jede Menge Mopel. Mit den Kakteen. Das heißt, ein Kaktus. Ein Kaktus. Eine Kaktus. Und ein Pilz. Ich bräuchte trotzdem mehr Sonnen. Nein, ich habe gesagt abwechselnd. Ja, wir wissen es alle. Du frisst meine Pilze weg. Weil du ein Scheißtyp bist. Trittst du Hunde in der U-Bahn? Trittst du Omas im Bus? Und hast du mal Masern? Gibst du Mutti einen Kuss, ey? Weil du ein Scheißtyp bist. Ja, so klangen die Ärzte früher. Bevor sie zu Kommerzschweinen geworden sind. Ja, Pilze wachsen. Ich habe Wasser gehört. Zweimal Wasser gehört. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich höre nämlich Wasser eigentlich gar nicht so gerne. Setz mal lieber einen hier ins Wasser. Nur sicherheitshalber. Und da wächst die Eichel. Sie schwillt an. So. Ich brauche auf jeden Fall noch da ein. Und da ein. Ich brauche auch Seerotblätter. Und ab und zu könnte man vielleicht mal so ein Ventilator-Ding setzen. Aber nur vielleicht. Bin mir nicht sicher. Eigentlich braucht es nicht. Da kommt eine Welle. Der ist verdeckt unterwegs. Ja, blöderweise kann ich gegen den nicht wirklich viel tun. Gegen den Scheiß. Delfinator, wie er mir hier mein Zeug schon wieder wegfrisst. Oller Fresskopf. Ja. Warum auch nicht? Nee. Kann natürlich auch so machen. Und dann wieder so. Und ach, ich kann aber nicht. Kann ja noch gar nicht. Ich honk. Ah, kommt da irgendwo ein Luftballonkerl? Ah, man hört die auch. Cool.
Das hat schon angehört, als ob da eben jemand gerade einen Luftballon aufgepustet hätte mit dem letzten Atemzug. Hat's gemacht. Und so kündigen die sich an. Und schon ist der hier pimmelmäßig. Hat er sich in die Lüfte gehoben. So wie eine echt gute Morgenlatte. Da kommt er. Ich glaube, jetzt mal beim Mandy her. Ich mal kurz gucken kann. Da, da. Ja, genau. Genau drauf gesprungen. Du bist ein Hohlbrot, ehrlich. Ich hab's gehört. So. Wie ich sehe, sehe ich nichts. Hey, da ist der Luftballon-Zombie auch gleich mit weggepustet worden. Was eine brave, feine Wehblume, eine Auerblume. Ui, da hat er seinen Hut verloren. Ja, für alle, überall wird man gefressen, habe ich schon das Gefühl, hä? Da ist schon wieder die letzte Welle. Die würde ich aber gerne sehen. Mädchen. Einfach damit ich weiß, was mich hier für ein Scheiß erwartet. Ah, das war zu früh. So ein Cheat. So ein Cheat. Naja, gleich haben wir es geschafft. Ich verabschiede mich hiermit schon mal gepflegt. Nein, nicht. Ich verabschiede. Ey, guck mal, da gibt's noch was zu fressen vorher. Was auch immer das jetzt ist. Sieht aus wie ein Taco. Ist ein Taco. Was hast du mit diesem Taco vor? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ein Taco ist. Du hast ein Taco gefunden. Nächster Level. Du hast meinen Zaubertaco gefunden. Ach so, wachsen da Bohnen raus oder wie? Gucken wir mal. Weiter mit Klick. Den muss ich haben. Ich gebe dir 1000 dafür. Nö, kriegst aber nicht. Ich will den behalten. Hey! Ja, der Taco gehört mir. Das ist nix da. Wer ihn findet, dem gehört er. Warum ich dir so viel Kohle für einen Taco gebe? Ist mir Schnuppe, warum du mir so viel Kohle gibst. Ja, wahrscheinlich, weil du einen an der Klatsche hast. Guck dich doch mal an. Das sag ich doch. Weil du Depper bist, Kasserolle Joe. Abonnier mich gefälligst, du. Sieh dich ruhig in meinem Laden um. Ich habe nämlich neue Ware bekommen. Ja, bestimmt sehe ich mich in deinem Wagen um. Ich verabschiede mich hiermit gepflegt. Ihr könnt mich liken, disliken, ihr könnt mich abonnieren, ihr könnt kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Winke.